Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf 1919 TV. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir. Eigentlich brauche ich sie nicht vorstellen, denn ihr kennt sie jetzt alle. Mit Sophia Klein-Herne, eine Nationalspielerin aus Techte. Dafür herzlich willkommen, Sophia, wieder zu Hause. Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Wie ist es dir ergangen in den letzten Wochen? Es war ja jetzt viel los. Du hast ja eine fantastische Reise hinter dir. Ich habe zwischendurch tatsächlich mal gedacht, während des Turniers, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, boah, ich würde einfach hoffen, dass das nicht mehr aufhört, weil das muss doch so cool gewesen sein, diese Atmosphäre, was ihr erlebt habt, was ihr da mitgenommen habt. Wie war das für dich? Ja, in den letzten Wochen ist echt enorm viel passiert und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann glaube ich, habe ich das auch alles noch gar nicht realisiert und reflektieren können. Aber ja, wie du es gesagt hast, also ich habe alles sehr genossen, ich habe wirklich jeden Moment genossen und ich habe mich rückblickend, wenn ich jetzt aufs Turnier schaue, auch noch nie so sehr dabei erwischt, wirklich in dem Moment zu leben und jeden Moment einfach nur aufzusaugen. Egal wie viele Minuten ich hatte, ob ich in der Startelf stand, ob ich eingewechselt wurde, ob ich die ganze Zeit auf der Bank saß, irgendwie hatte jeder Moment was Besonderes in sich. Ja, und jetzt blickt man zurück und es ist so enorm viel passiert und ja, man trägt einfach wirklich nur rundum positive Emotionen mit sich, auch wenn wir das Finale jetzt sehr, sehr unglücklich verloren haben. Und das tut natürlich auch noch eine Zeit lang weh und das ist natürlich auch irgendwie so ein Punkt, den man ja einfach nicht verstehen will und nicht abhaken will. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach eine mega Erfahrung gewesen. Fußballerisch habe ich enorm viel dazugelernt auf wirklich einem sehr, sehr hohen internationalen Niveau. Die Mannschaft hat mir verdammt viel gegeben und das waren einfach Momente, die mich, glaube ich, noch sehr, sehr lange prägen werden. Ich fand tatsächlich, das hat man auch gemerkt und auch gesehen, dass da wirklich eine Einheit, eine Mannschaft ist. Da stehen nicht einfach nur 11 Spielerinnen auf dem Platz, sondern wirklich, das ist eine große Mannschaft. Das hat euch einfach geprägt. Und ja, wie du sagst, natürlich, ich glaube, so ein Finale, wenn man das verliert, das tut weh. Aber gut, du bist 22, du hast ja sicherlich noch hoffentlich ein paar Turniere vor dir. Das könnte jetzt auch den Ansporn geben, dass du nächstes Jahr vielleicht wieder nach Techte kommst und vielleicht als Weltmeisterin, wer weiß. Ja, genau. Also das war auch so ein bisschen unser Trost, dass wir wissen, wir nehmen nächstes Jahr höchstwahrscheinlich, und fehlt ja gerade noch ein Punkt, aber höchstwahrscheinlich an der WM teil und wir können da erneut zeigen, was wir eigentlich drauf haben. Und ich glaube, diese EM hat uns verdammt viel gelehrt, also sei es im positiven als auch im negativen Sinne, was wir halt auf diesem hohen Niveau vielleicht noch abstellen müssen oder verbessern müssen. Und da haben wir jetzt ein Jahr für Zeit, um das aufzuarbeiten und all die positiven Erfahrungen, die wir gesammelt haben, einfach mitzunehmen und auch beizubehalten und genau die gleichen Werte und Normen zu vertreten als Mannschaft, aber auch ich individuell als Spielerin oder alle anderen Spielerinnen. Und dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir auch nächstes Jahr bei der WM sogar eine sehr, sehr interessante Rolle spielen werden und ja, da dann auch hoffentlich mit einem sehr, sehr tollen Ergebnis zurückkommen. Da wird ganz Techte wieder die Daumen drücken, so wie es auch diesmal gelaufen ist. Wir sind hier im Taco-Stadion. Das ist ja quasi die Sportstätte, wo du angefangen hast, Fußball zu spielen. Das möchte ich nämlich natürlich auch so ein bisschen mitnehmen. Dein Anfang hier bei uns in Techte. Wer war denn dein erster Trainer? Ja, also ich habe ja in so ziemlich vielen Mannschaften gespielt. Also ich habe ja bei den Mädels eigentlich angefangen, bin dann aber irgendwie auch immer gemeinsam mit Ina Plage eigentlich immer schon zu den Jungs gegangen, habe dann bei den Jungs trainiert, da natürlich viel unter Frank Plage tatsächlich und auch Jan Plage, der dann auch immer so jetzt ja auch irgendwo Spielertrainer, was auch immer ist. Die erste Mannschaft. Genau. Im Frauenbereich war es damals Sissi Neuhaus, im Mädelsbereich sagen wir es so. Genau, also schon auch sehr, sehr viele Trainer. Frank Plage hat mich auch über Techte hinaus noch begleitet, in der Kreisauswahl im TFZ in Westfalen. Von daher echt auch sehr, sehr viele Wegbegleiter, zu denen ich auch heute noch Kontakt habe. Genau, also auch ja, eine Heimat, wo ich echt immer sehr, sehr gerne wiederkomme. Du bist jetzt heute erstmal nach der EM wieder hier und du musstest gerade ganz viele Autogramme schreiben, Fotos machen. Wie ist das für dich, wenn du jetzt nach Hause kommst und du wirst so empfangen? Ich meine, du warst ja schon ein paar Mal hier, aber jetzt bist du bekannt. Und was macht das mit dir? Was bedeutet das auch für dich, wenn du hier nach Hause kommst, wenn die Mädels dich so empfangen? Ja, ist einfach ein schönes Gefühl, ist ja auch irgendwie eine Wertschätzung für mich. Und ich mag es einfach, in diese glücklichen Augen und Gesichter zu schauen. Und für mich ist es auch einfach ganz, ganz wichtig und entscheidend, dass ja auch die Mädels jetzt in dem jungen Alter schon Spaß am Fußballspielen haben. Und es ist ja auch irgendwo, und dafür stehen wir auch als Frauennationalmannschaft, unser Ziel, dass es einfach selbstverständlich ist, dass solche Mädels anfangen, Fußball zu spielen, dass sie den Ball in die Hand nehmen und sagen, okay, ich habe Spaß daran, ich mache das gerne.
ich will weit kommen und es ist einfach schön, hier gerade hinzukommen und so viele glückliche Mädels zu sehen, die Fußball spielen. Und ja, für mich als Person ist es natürlich auch eine Wertschätzung, so empfangen zu werden, ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Von daher ist es echt einfach ein schönes Wiederkommen. Ja, das glaube ich. Das sah also auch wirklich total toll aus. Und ja, wie ist das denn jetzt so für die Zukunft für dich? Also, oder sagen wir mal anders, erstmal für die Mädels. Ist für euch denn auch klar, dass ihr mit so einem Turnier auch so einen Boom auslösen könnt, dass wirklich wieder viele Mädels, in den letzten Jahren hieß es immer, das ist einfach rückläufig, Mädchenfußball geht einfach zurück. So ein Turnier kann ja jetzt auch wieder so ein Riesenansporn sein. Ist euch das bewusst und dass das auch so passieren kann? Ja, das ist uns tatsächlich sehr bewusst und ist auch unser Ziel. Also wir sind auch wirklich mit diesem Ziel, jetzt unabhängig vom Titel oder den Erfahrungen, die man da sammelt, ins Turnier gegangen und haben gesagt, okay, hey, wir müssen ein Zeichen für den Frauenfußball hier in Deutschland setzen, weil andere Nationen uns da ein bisschen voraus sind. Und das sind auch Werte und Normen, die wir durchs ganze Turnier mitgenommen haben. Und es ist eine verdammte Euphoriewelle jetzt irgendwie so rübergeschwappt aus England. Aber natürlich ist dann auch unser Anspruch, diese Euphoriewelle beizubehalten und nicht zu sagen, okay, es war eine Ausnahmesituation. Wir müssen es schaffen, auch in Deutschland solche Stadien, sag ich mal, zu füllen. Dass es einfach ja, zur Selbstverständlichkeit wird, dass der Frauenfußball so eine Anerkennung bekommt. Weil ich glaube, sehr, sehr viele Menschen haben die Entwicklung des Frauenfußballs nicht mitbekommen. Und in letzter Zeit ist halt sehr, sehr viel passiert. Und ja, die EM hat es bewiesen, dass wir ja, da international einfach auf einem Top-Niveau sind. Und dass der Frauenfußball sich einfach enorm weiterentwickelt hat und dass auch die Vereine sehr, sehr viel investieren, was Bedingungen angeht, was Gehälter angeht. Also, dass der Frauenfußball wirklich auf ein komplett neues Level gehoben wurde und ich glaube, das ist an sehr vielen Menschen vorbeigegangen. Und auch dafür wollten wir die EM nutzen, dass wir ja, den Menschen da draußen zeigen, hey, wir sind da und wir sind mehr als vielleicht ja, ein Sport, der total im Schatten der Männer steht. Und ich glaube, das haben wir bisher auch ganz gut geschafft und jetzt ist halt unser Ziel und auch unsere Aufgabe, ja, das aufrechtzuerhalten und eben genau da weiterzumachen. Zwei persönliche Fragen habe ich noch. Zum einen würde mich interessieren, wie ist das, wenn man weiß, dass man gerade Fußball gespielt hat und da haben 10 Millionen Leute zugeguckt? ja, in dem Moment wussten wir es ja tatsächlich nicht, aber unsere Medienabteilung ja, gibt dann auch immer relativ schnell die Einschaltquoten bekannt. Ich glaube, im Finale waren es sogar 18 Millionen Menschen. Also es war ein Marktanteil, den hatten wir zuvor nie. Von daher freut man sich einfach enorm, dass wir ja, den Menschen da draußen zeigen können, was wir eigentlich können. Also, dass man einfach sichtbar wird, dass man sich ins Licht gestellt hat mit unseren Qualitäten. Ja, und das hat uns als Mannschaft einfach enorm viel gegeben und das hat uns als Mannschaft einfach so ein Stück weit auch bestätigt, dass wir, wie gesagt, auf dem richtigen Weg sind und dass uns gerne zugeschaut wird. Also, es waren ja jetzt nicht irgendwie vereinzelt mal hier und da Einschaltquoten, sondern es war über die EM hinweg wirklich kontinuierlich Einschaltquoten-Rekorde, die wir aufgestellt haben. Von daher eine sehr, sehr große Anerkennung und Wertschätzung für uns, die wir auch sehr genossen haben auf jeden Fall, ja. Ja, hat man auch gemerkt, der Boom wurde ja immer mehr und das war echt cool. Und die zweite Frage ist, zockst du FIFA? Nee. Dann hätte ich mich jetzt gefragt, wie das ist, wenn man sich selber spielen kann. Das übernehmen meine Brüder. Also, machen die das? Die haben FIFA und sie spielen auch gelegentlich FIFA, jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil der eine ja auch Familie hat, der andere sehr viel mit dem Studium gerade zu tun hat. Aber ja, sie haben beide das Spiel und ich glaube, es wäre gelogen, wenn sie sagen würden, sie hätten noch nicht mit mir gespielt, sagen wir es mal so. Da bin ich total bei dir, ich werde sie trotzdem fragen. Das ist bestimmt interessant. Okay, gucken wir nochmal ein bisschen in die Zukunft oder gerade auch mit Eintracht Frankfurt. Was ist euer Ziel in der kommenden Saison? Eigentlich genauso weitermachen, wie wir aufgehört haben, dass wir jetzt wieder in der Liga unter die ersten drei kommen, was dann wieder heißen würde, dass wir uns erneut qualifiziert haben, weil das wollen wir nicht so auf uns stehen lassen, sag ich mal, weil es auch einfach wirklich, ja, man kann immer hin und her reden, aber in dem Fall wirklich sehr, sehr unverdient war. Und ja, wie gesagt, wir werden ja kein Stück weniger investieren, um nächstes Jahr wieder internationale Luft schnuppern zu dürfen. Und dann bin ich mir auch ganz, ganz sicher, dass wir da ein Stück weit reifer sein werden und auftreten werden und uns solche Dinge halt nicht passieren, weil auf so einem internationalen hohen Niveau dann halt auch Kleinigkeiten einfach direkt bestraft werden. Aber auch da glaube ich, dass wir uns jetzt ein bisschen raffen müssen und es sacken lassen müssen, aber dann da auch wieder neu angreifen. Und unser erstes Spiel ist ja auch das Eröffnungsspiel direkt gegen FC Bayern. Von daher auch eine Riesenkulisse. Wir dürfen im Deutsche Bank Park spielen bei den Männern. Es sind bis jetzt schon 10.000 Tickets verkauft, was für uns ja auch ja, enorm ist, eine Wertschätzung ist. Von daher ja, es ist auf jeden Fall wieder unser Ziel, international zu spielen und dann auch
weiterzukommen als leider jetzt, wo es so unmittelbar nach der EM auch irgendwie schwer war, zusammenzukommen. Genau, und dann spielen wir auch noch den Pokal, ist natürlich auch immer ein toller Wettbewerb. Standen wir auch vor 2 Jahren im Finale, das wäre natürlich auch nochmal schön zu erleben. Aber es sind alles so Erlebnisse, die man ja halt mal hatte und dann irgendwie leider kurz vorher gescheitert ist. Und es wäre einfach schön, wenn man das irgendwie dieses Jahr nicht reparieren, aber einfach neu erleben kann. Das wäre schon toll, ja. Und das Schöne ist, ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist 22. Du wirst noch das ein oder andere Finale und sicherlich auch mal den einen oder anderen Titel noch dazu holen. Ich denke, da bist du auf jeden Fall auf einem guten Weg. Du hast vor 2 oder 3 Jahren hier gegen Techte gespielt. Ist da mal eine Wiederholung möglich? Da muss ich mal meinen Trainer fragen. Das ist dann die Aufgabe, die ich dir jetzt mitgebe. Du musst mit deinem Trainer sprechen, dass wir das nochmal wiederholen. Das war für uns natürlich ein großes Ereignis und wäre natürlich toll, wenn das nochmal klappt. Wenn so jetzt zum Abschluss, letzte Frage. Du hast ja unsere Mädels gerade gesehen. Wenn die dich jetzt fragen, gib mir mal einen Tipp, was ich machen kann, damit ich auch so eine tolle Karriere machen kann. Was kannst du denen mitgeben? Ja, in erster Linie Spaß haben. Also wirklich, ich glaube, ohne Spaß geht es gar nicht. Und deshalb habe ich auch gesagt, hat es mir einfach enorm viel Freude bereitet, in deren Augen zu blicken und zu sehen, dass sie diesen Spaß haben. Und klar, wenn es dann in die Höhe geht, immer höher hinausgeht, dann braucht man natürlich auch einen gewissen Willen und eine gewisse Disziplin. Ich habe ja auch relativ früh schon meine Heimat dann verlassen. Also da muss man natürlich Schritte gehen, die man mit 14 war ich damals, als ich zu Hause ausgezogen bin, vielleicht ja nicht gerade gerne geht, aber man weiß natürlich immer, wofür man es tut. Und wenn ich jetzt zurückblicke, egal welche Entscheidung ich getroffen habe, ich habe sie immer für den Fußball getroffen und ich habe sie bisher nicht bereut. Von daher, in den jungen Jahren ist natürlich der Spaß enorm wichtig, das Allerwichtigste. Auch jetzt noch, ich glaube, ohne Spaß könnte man das, ja, diesen Druck und all diese Termine, die man dann doch wahrzunehmen hat oder auch diese Spiele, die man jeden Tag spielt, gar nicht schätzen und genießen. Von daher ist Spaß wirklich, egal in welchem Alter, glaube ich, das Rezept, was man auf jeden Fall braucht, ja. Das hört sich gut an. Das geben wir gerne mit. Das ist die Botschaft an unsere Mädels. Hab wirklich Spaß am Fußballspielen. Ich sag schon mal vielen Dank, dass du heute hier bist, dass du uns wieder besuchst, dass du mal vorbeischaust. Wir müssen natürlich jetzt einmal vereinbaren, sollte das nächstes Jahr klappen mit der WM, sehen wir uns hier wieder, oder? Natürlich. Super, dann sage ich vielen Dank und wünsche dir noch viel Spaß zu Hause bei der Familie. Und wir drücken für die nächsten Aufgaben, jetzt WM-Quali etc., die Daumen. Und dann wird man sehen, was passiert. Vielen Dank, Sophia, und ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Ja, danke auch.